Sichtlich bewegt nehmen sie Abschied. Italiens Staatschef Letta und EU-Kommissionspräsident Barroso haben auf der Mittelmeerinsel Lampedusa den Opfern der Flüchtlingstragödie gedacht. Bei seinem Besuch kündigte Barroso zudem an, Italien mit 30 Millionen Euro unterstützen zu wollen. Das Geld solle dabei helfen, den Andrang von Flüchtlingen zu bewältigen. Das ist die erste konkrete Zusage, die ich machen kann. 30 Millionen Euro für Italien. Aber wir wissen natürlich alle, dass noch viel mehr getan werden muss. Barroso und Letta waren am Vormittag mit Pfiffen und Buhrufen auf Lampedusa empfangen worden. Menschenrechtler und Anwohner der Insel riefen Schande und Mörder und versuchten lautstark, den Besuch der Politiker zu stören. Barroso zeigte sich vor Ort bestürzt. Den Anblick von Hunderten von Särgen werde er niemals vergessen können. Da waren so viele Kindersärge und sogar ein Sarg mit einer jungen Mutter und ihrem Baby, das gerade erst geboren war. Das hat mich tief erschüttert und sehr traurig gemacht. This is something that profoundly shocked me and deeply saddened myself. Vor der italienischen Mittelmeerinsel Lampedusa war am vergangenen Donnerstag ein Schiff mit hunderten Flüchtlingen gekentert. Bislang konnten rund 300 Tote geborgen werden. Experten gehen aber davon aus, dass die Zahl der Opfer noch steigen wird.